Corridor Rapid Set setzt Maßstäbe, wenn es um Vielseitigkeit, Belastungsfähigkeit, einfache Handhabung und Schnelligkeit geht. Egal ob Boden, Wand oder Deckenbereich, drinnen oder draußen, bei Auftragsstärken zwischen 0 und 60 cm und Konsistenzen von standfest, pastös oder fließfähig gibt es keine Grenzen. In drei Beispielen zeigen wir die Verwendung von Concrete Mix, Mortar Mix und Semidor. Zur Verarbeitung braucht es das passende Material, Werkzeuge wie Kelle, Glätte, Reibbrett, Mischeimer und Messbecher. Im optimalsten Fall ein Drucksprühgerät, Handfeger oder Pinsel. Beim Mischer empfehlen sich Mono- oder Doppelwellenquirlen. Bevor wir den Rapid-Set Reparaturmörtel anmischen, werden die von Staub und fremden Bestandteilen befreiten Flächen gründlich vorgenisst. Pfützenbildungen sind zu vermeiden. Und dann geht's los. Zunächst geben wir das Wasser in den Mischeimer ein und schütten anschließend das Material hinzu. Ist das Material zu pastös oder steif, kann die Wassermenge in einem Toleranzbereich von 3 bis 4,75 Litern justiert werden, um die gewünschte Zielkonsistenz zu erreichen. Drei Minuten klumpenfrei anmischen und schon sind wir fertig zur Verarbeitung. Nun wird die zu bearbeitende Stelle aufgefüllt und eingeebnet. Dabei ist bei allen drei Produkten eine Verarbeitungszeit von 15 bis 20 Minuten zu berücksichtigen. Eine wiederholte Nachpflege mit Wasser unterstützt das schwungfreie Abbindeverhalten. Bereits kurze Zeit später ist die Oberfläche belastbar. Bei Arbeiten im Wandbereich, in diesem Fall mit Mortarmix, gilt die gleiche Vorgehensweise. Die Oberfläche ausreichend vornässen, Mortarmix mit mittlerer Wassermenge pastös anmischen, vorlegen und aufputzen. Nach Ansteifen der Oberfläche wird mit dem Reibbrett nachgearbeitet, die Nachpflege durchgeführt und fertig. Selbst im Fahrbahnbereich können Risse oder sogar volle Flächen mit Rapid Set hergestellt werden. Hier ein Beispiel mit Cement All. Für eine bessere Flankenhaftung Risse bitte aufweiten. Um eine fließfähigere Konsistenz zu erreichen, kann mit Wasser justiert werden. Für weitere Anpassungen bei der Konsistenz oder Verarbeitungszeit kann die Pharmacy Flow Set oder Fast helfen. Das Material in die Risse einbringen, mit der Glättekelle verteilen, gegebenenfalls nacharbeiten und bei Erstarrungsbeginn nachpflegen. Bei 20 Grad Umgebungstemperatur und 65% Luftfeuchtigkeit sind alle drei Materialien unabhängig von Auftragsstärke und Konsistenz bereits eine Stunde nach Einbau voll belastbar. Diese und viele weitere Hinweise zu den Produkteigenschaften wie Belegreife oder Wasseraufnahme finden Sie auf den technischen Merkblättern unserer Internetseite www.corridur-rapidset.de. Corridur Rapid Set, so einfach kann Sanierung sein.